So, hallo. 5 Jahre nach Fertigstellung mache ich jetzt endlich mal eine Roomtour durch mein Zuhause. Wie man sieht, ein LKW, ein Mercedes-Benz 814, Baujahr 91, war eine ehemalige Sparkassenfiliale, wie man, wo ist er? Da so schön sehen kann. Ein schönes Teil. Und fangen wir mal außen an. Heute ist noch ein schöner Tag, gut. Ist jetzt gerade Sonnenuntergang, aber romantisch. Viel gibt es eigentlich so von außen gar nicht zu sagen. Da unten sind die Batterien drin. Da habe ich noch gar nicht so oft reingeguckt, weiß gar nicht, wie man den aufkriegt. So, i, dreckig. Hier haben wir den Batteriekasten hinter. Und auch relativ neue Batterien drin. Naja, lassen wir das mal. So. Da ist nix. Und hier ist meine geliebte Standheizung. Das ist eine Webasto ST90. Die ist, glaube ich, so alt wie der Bus. Aber funktioniert einwandfrei. Letzten Winter hat sie ein bisschen Macken gemacht. Da hat sie einen neuen Brenner gekriegt, einen neuen Glühstift und einen neuen Flammensensor. Und seitdem läuft sie wieder. Die macht mir im Winter schön den Bus warm. Ja, hier sehen wir die Rohre. Die gehen hier unten nach oben durch. Ein bisschen schlecht. Die habe ich neu gemacht beim Umbau. Sieht man ja auch, sind Verbundrohre. Eignen sich aber sehr gut. Ja, das ist hier drin. So, ach ja. Dann haben wir hier zwei Steckdosen und natürlich die guten CEE. Das ist für Landstrom. Und die hier neben ist im Moment nicht belegt. Die hatte ich dran gebaut, falls ich mal einen Solarkoffer habe oder so, also wenn ich im Schatten stehe und schön dreckig und mir einen Solarkoffer mitnehme oder ein extra Solarpanel, ein transportables, dass ich denn da dran klemmen kann und dass damit dann die Batterien geladen werden quasi. Also ein Anschluss für ein externes Solarpanel. Ist aber nie eingebaut worden. Ja, drei große Fenster, von außen schön verspiegelt, dass man nicht so schnell reingucken kann. Ein Vorteil von einer rollenden Sparkasse. Nur von hinten sieht man jetzt erstmal nicht so viel. Oben die beiden Zusatzscheinwerfer und die Rückfahrkamera. Und auf der anderen Seite steht eine Leiter, ist die Hecktür, die ist hydraulisch. Unten drunter ist eine Trittstufe, die auch hydraulisch ausfährt. Wieder drei große Fenster. Und hier ist diesmal keine Klappe, weil hier hinten ist nichts. Und hier vorne ist der Tank drunter. Das ist der Tankdeckel. Und darunter ist der Tank. Ja, das ist soweit erstmal von außen. Dann gehen wir mal noch aufs Dach, auf die Dachterrasse. Nein, Dachterrasse habe ich nicht. Dafür habe ich keinen Platz. Und ich habe keinen Platz auf dem Dach, weil es voll ist mit Solar. Ich habe 1 kW, circa 1 kW Solar auf dem Dach. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ein stromhungriger Mensch bin, und aus meinem Bus arbeiten will oder auch arbeite. Und deswegen brauche ich relativ viel Strom. Ich mit meinem Stromhunger komme circa von März bis Oktober circa aus ohne Landstrom, aber ist auch wetterabhängig. Also wenn gutes Wetter ist von März bis
Oktober. Das ist die Dachluke. Und das schöne Teil ist eine MIMO-Antenne. Das heißt, das ist meine externe Antenne für den LTE-Empfang. Das ist ein sehr schönes Teil und hat mir immer ja, gute Dienste und guten Empfang geleistet. Vorne sieht man die beiden Zusatzscheinwerfer für vorne. Und hier hinten sieht man erstmal den Schornstein von meinem Ofen. Noch zwei Zusatzscheinwerfer, die Dachluke fürs Badezimmer. Die ist durchsichtig, mehr oder weniger, ist ziemlich dreckig geworden vom Ofen. Aber ansonsten lässt das Licht rein. Und daneben ist die Lüftung, der Lüfterpilz für meine Toilette. Und hier, wie gesagt, ist der Schornstein für den Ofen. Den habe ich nur dran, wenn ich stehe, weil beim Fahren ist es, ich glaube, sogar verboten. Aber macht sich, glaube ich, nicht gut, besonders wenn das Ding dann runterfliegt und dem Hintermann dann vorne drauf fliegt. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Und deswegen mache ich beim Fahren diesen Blindstopfen drauf. Der wird einfach reingeschoben, oben die Schraube angezogen, dann zieht er sich von innen fest, also macht sich auf quasi und kann nicht wegfliegen. Das drumherum ist die Durchführung, also quasi das Teil ist die Durchführung für das Ofenrohr. Das sieht so komisch aus, weil es doppelwandig ist. Das heißt, das Rohr geht durch und hier geht noch ein größeres Rohr durch. Und dazwischen ist Isolierung. Das sieht man ja von innen ganz gut. Damit, ja, da nichts abfackelt. Ja, das ist sonst soweit alles. Von hier oben die komischen Verteilersteckdosen, die hier überall sind. Das ist meine Konstruktion. Das sind die Dachdurchführungen. Weil diese normalen Dachdurchführungen haben nur zwei Ausgänge. Ich brauchte meistens mehr. Hier sind zum Beispiel drei. Und die sind auch nicht für kleine Kabel gedacht. Also durch die normalen Dachdurchführungen, die sind nur dicht, wenn man große Kabel durchführt. Und deswegen habe ich mir die Verteilerdosen draufgeklebt und das hält einwandfrei. Ja, Platz für eine Dachterrasse ist nicht mehr. Wie man sieht, kann man draufgehen aufs Dach. Aber ja, groß draufsetzen würde ich jetzt, glaube ich, nicht so empfehlen. Besonders hier hinten, hier sind zwei, drei Löcher eigentlich im Bus drin. Auch wenn unten drunter die Wände fürs Bad sind. Aber na, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Aber naja, kann man ja machen, wie man will. Ja, das war das Dach. Und trotzdem hat man einen schönen Ausblick von hier oben. So, dann gucken wir uns mal das Fahrerhaus an. Erstmal rein. Sehen wir, da fehlt ein Sitz. So kommt man übrigens an den Motor ran. Hier sieht man schon die Tür, eine ganz normale Tür. Also nicht irgendeine Krabbelluke oder irgendwas. So, dann gucken wir gleich mal von oben rein in das gute Stück. Der riesige Motor, ein OM366. Sieht da aus. Der ist offen, weil ich da gerade die Vorglühkerze tausche. Die war kaputt. Ein bisschen ölfeucht ist er, aber es hält sich in Grenzen. Haben wir einen Presser. Und den ganzen anderen Zeug. So, Feuerlöscher. Weltkarte. Das da oben ist der Ausgleichsbehälter für die Warmwasserheizung. Und da unten ist der Wärmetauscher für die Motorvorwärmung, wenn die Standheizung in Gange ist. So sieht es von oben aus. Da unten kommt nachher auch noch zu, das ist die Steuereinheit für die Flammstartanlage. Ja, da bin ich gerade am Rumbasteln noch. So, nächster Rundmann. Fahrersitz. Kilometerstand ist 206.343. Ansonsten ganz normale Bedienung. Wie beim Mercedes-Benz 814 normal. Der Schalter hier ist für hinten, für die hydraulische Tür. Da ist eine
Treppenstufe, die man ausfahren kann. Ansonsten Dashcam. Hier habe ich einen Verteiler für Strom draufgeklebt. Also drei normale 12 Volt Steckdosen und viermal USB. Am USB hängt die Dashcam und normalerweise ist hier auch noch ein Navigationssystem, das hängt damit dran. Das gute Stück, manche erkennen es, ist eine Alexa. Alexa Echo 3 ist das. Die habe ich hier mit dran geklemmt. Ist sehr praktisch. Man kann Musik auswählen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Man kann mal die Zeit fragen oder was auch immer man mit Alexa machen kann, sich ein Hörbuch anhören. Ja, ansonsten ist das das Fahrerhaus. Ja, da oben haben wir noch die Beleuchtung, die ist aber nicht mehr aktiv, weil da oben habe ich drei IKEA-LEDs eingebaut, die sind jetzt an die Beleuchtung angeschlossen, sieht man. Zack. Funktioniert auch mit Tür auf und zu. Also die LEDs, die Lampen sind nicht mehr aktiv. Da haben wir eine Rückfahrkamera. Funktioniert einwandfrei. Ist auch wichtig bei so einem langen Riesending. Da fehlt noch die Klappe, die mache ich noch dran. Dahinter ist der erste Raspberry Pi, also der erste Computer mit dem Arduino noch dran. Da vorne, da ist ein Kasten und da vorne ist eine Kamera drin. Das ist bloß Spielerei. Da nehme ich jede Stunde ein Bild auf. Die nimmt auch beim Fahren Bilder auf, aber eignet sich nicht als Dashcam, weil sie halt nicht so schnell Bilder aufnehmen kann. Ja, ansonsten ist halt das Führerhaus. So, dann kommen wir jetzt mal zu den heiligen Hallen. Das ist der Koffer. Beziehungsweise das Wohn-, Schlaf-, Lebens-, Küchenzimmer. Wir sehen, links ist die Küchenzeile, rechts hinten ist das Badezimmer, da rechts davor ist die Couch, da vorne ist meine Sitzecke und hier ist das Bett. Ein Festbett mit 1,90 m x 1,30 m. Da hinten ist noch ein bisschen Ablagefläche, oben drüber der Heizkörper. Und da haben wir noch eine Steckdose mit einem Lichtschalter und darunter, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ist eine zwei USB-Steckdosen und eine 12-Volt-Steckdose. Ansonsten hier Ablagezeug für Bücher und tralala. Da ist die Tür, da ist das große Schaltpanel. Da haben wir oben den Batteriecomputer, einen Haufen Schalter und für die Heizung, die Steuerung. Dann haben wir hier im Band versteckt die ganzen Sicherungen und einen Haufen Kabel. Und hier unten ist noch die Schaltzentrale drin. Das ist dunkel. Da ist der Arduino, der Raspberry Pi. Und die ganzen Relais und alles und eine externe Festplatte. Dann haben wir hier daneben ein Regal und noch ein Regal. Hier hinter ist ein Fenster. Das habe ich jetzt gerade zu, weil es Winter ist. Im Winter mache ich die immer zu, das zeige ich aber nachher noch. Und da oben ist noch ein Regal mit dem DSL-Router hier hinten. Und die Kabel gehen nach oben aufs Dach zur externen Antenne. Da ist noch eine Alexa. Und noch mehr Stauraum und Regale. Da bin ich mir leider nicht sicher. Genau, Alexa ist sich nicht sicher, ich bin mir sicher. Hier unten im Bett sind große Kästen drin. Viel Platz für Klamotten. Und auch sehr tief. Ans Ende kriegt man gut was rein. Noch alles Klamotten. Okay.
unten ein Haufen Kabel, also mein Elektrozeug ist hier mit drin. Also viel Stauraum. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit einer Hand hinkriege, weil das Bett kann man hochheben. Moment, muss ich euch mal kurz hinlegen. So, und unterm Bett ist da hinten noch viel mehr Stauraum. Da hinten unten ist mein Computer drin, den sieht man nicht. Ansonsten ein Haufen Stauraum, also Stauraum gibt es mehr als genug. Ich muss nochmal zumachen, ohne meine Finger zu klemmen. So. Da unten ist noch ein Subwoofer verbaut. Und ein großer Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher ist immer gut. Sollte man immer dabei haben, aber hauptsächlich geht es auch darum, da hinten ist mein Feststoffofen. Und da sollte man dann erst recht einen Feuerlöscher bei haben. So, dann haben wir hier unten noch zwei Löcher im Boden. Die haben auch keinen Sinn. Nämlich, es ist ein doppelter Boden. Und da drunter sieht man jetzt überhaupt nicht. Jetzt ein bisschen. Habe ich halt noch vier Boxen mit allen möglichen Schnatter, Schrauben und Pinsel und Elektrozeug und was man alles so braucht. Aber nicht allzu oft braucht. So, und dann haben wir auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Und da ist halt auch nochmal Stauraum ein bisschen. Und da ist die Endstufe für die Musikanlage. Das ist alles ziemlich dunkel hier heute. Ich setze mir gleich eine Taschenlampe auf. Da werde ich sie definitiv mal mitnehmen. So. So. Das war, glaube ich, erstmal soweit alles hier. Ja. Da oben in dem Kasten ist noch ein Arduino, der regelt. Wenn er aufgeht. Jetzt. Da ist noch ein bisschen Technik drin. Die regelt die Lichter, die hier oben drin sind. Und den Beamer und den Ventilator. Das kann ich nachher noch zeigen. Ansonsten ist da unten mein Kramregal. Sieht man Schrauben, Werkzeug, Gaffertape, Panzertape, was auch immer. Alles Mögliche. Die Küche ist eine ganz normale Arbeitsplatte. Die ist über 2 Meter lang. Also hat man viel Platz, um halt in der Küche was zu schnibbeln. Spüle mit Abtropffläche. Daneben der 4-Flammen-Herd, Gasherd. Das ist das einzige, was mit Gas betrieben wird hier. 4 Flammen kann man ein ordentliches Essen drauf kochen. Und nicht zu verachten, ein Ofen. Ein klein bisschen kleiner wie ein normaler Ofen, aber nur ein bisschen. Pizza passt trotzdem rein, Kuchen passt rein. Also eine schöne Sache. Haben nicht viele Wohnmobile einen Ofen drin. Ja, ansonsten auch hier wieder viele Schubfächer, viel Stauraum, Tassen, Teller und Töpfe und was man halt so alles in der Küche braucht. Sind noch mehr hier. Da unten ist noch einer. Da ist noch einer. Hinter der Tür da, da ist ein bisschen mehr Platz. Da kann man Flaschen reinstellen. Gucken wir jetzt nicht so dolle rein. Und die ganz große Klappe hier, das ist der Gaskasten. Ich führe eine Gasflasche mit. Die reicht bei mir, also ich möchte jetzt mal sagen, bestimmt ein Jahr. Ich weiß nicht, wie oft ich die bis jetzt getauscht habe, aber so oft war es noch nicht. So, dann haben wir da nochmal einen Heizkörper. Da über dem Bett ist ein Heizkörper. Und ganz hinten ist auch ein Heizkörper. Ja, ansonsten ist hier meine Sitz-Arbeitsecke. Darunter ist noch ein Hocker, weil die Sitzfläche
Ja, reicht für zwei Leute, ist auch ein bisschen eng. Besser ist meistens, wenn einer auf dem Hocker sitzt, einer auf der Sitzfläche. Da ist ein großes Fenster und mein Rechner. Ja, da unten ist auch nochmal eine Steckdose. Ach so, hier in der Küche haben wir auch Steckdosen. Da ist eine doppelte und da ist nochmal zweimal USB und einmal 12 Volt. Jo. Die Küche ist auch der einzige Platz, wo Hängeschränke sind. Also hier. Im Hängeschrank kann man unten drüber nochmal ein bisschen was verstauen, was man halt so braucht. Ansonsten habe ich keine Hängeschränke verbaut, einfach weil ich das Raumgefühl erhalten wollte. Und ich finde, Hängeschränke machen immer das irgendwie extrem klein und man stößt sich ständig die Ommel. Ja, da ist eine große Pinnwand, kann man was anpinnen mit dem Lautsprecher oben drin. Dann, ach so, bleiben wir noch mal kurz bei der Sitzbank. Da ist nämlich noch was drunter. Da haben wir jetzt nämlich die Batterie. Zweimal 170 Amperestunden zusammengekoppelt auf 12, ach, auf 24 Volt. Das ist der Schand für den Bordcomputer. Und hier um die Ecke sehen wir erstmal den Solarladeregler. Daneben sind die Sicherungen und der FI-Schalter für die internen Kreise. Und der FI-Schalter ist für das, was draußen kommt. Und da unten haben wir nochmal einen Batteriewächter und die Sicherung für Solar. Und da unten ist noch eine ganz große Sicherung, eine Hauptsicherung. Ja. Das ist das, was da noch drunter steckt. Dann muss man kurz wieder zusammen. So, dann gehen wir zur Couch. Die Couch ist 1,70 m mal 1 Meter Sitzfläche und hat unten drunter, mal, im Keller ist nicht ganz so doll aufgeräumt. Das ist der Stecker für den Warmwasserboiler, der ist dahinter, sehen wir gleich noch. Der läuft auf 220 Volt. Das Batterieladegerät, also wenn ich an Landstrom hänge, dann wird die Batterie dauerhaft geladen oder erhaltungsgeladen. Und hier haben wir noch zwei Steckdosen, die dann auch, wenn ich in Landstrom hänge, dann haben die Saft. Ist klar, weil an einen geht das Batterieladegerät, an das andere geht der Dreierverteiler da unten. Und die Kabel, die da rumhängen, das sind die, die an die Solarsteckdose angeschlossen sind, die von außen kommt, also die draußen dran ist. Da könnte man jetzt noch einen zweiten Solarladeregler dran bauen und könnte dann damit einen Solarkoffer draußen dranhängen und die Batterien laden. Ja, das ist da. Dann würde ich sagen, gucken wir mal ganz drunter. Oder ein bisschen wegnehmen hier. Ganz leicht ist es auch nicht. So. Da ist der Warmwasserboiler. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Und da ist der 200 Liter Frischwassertank. Der reicht eine ganze Weile, wenn man nicht jeden Tag eine halbe Stunde duscht. Und ja, ich nehme den aber nur zum Duschen und Waschen und Abwaschen. Zum Trinken hole ich mir immer diese 5 Liter Kanister Wasser hier. Das ist richtiges Frischwasser, da kann ich mir sicher sein, dass ich das trinken kann, dass da nichts mit ist. Da ist noch ein bisschen Stauraum. Und da ist noch ein Arduino. Der misst, ich kann ja schon mal ein bisschen was zu erzählen. Der hier, der misst die Wassertemperatur, liest den Solarladeregler aus und steuert die Lichter für die Couch. Das ist das, was der hier macht. Oh, zu. So. Kurz mal ein bisschen aufräumen hier. Ja. So, dann wie gesagt, haben wir da noch mal einen großen Heizkörper. Hier haben wir den kleinen Feststoffofen. Der hat ca. 2 kW. Es passen zwei ganz normale Kohlen rein, also Briketts. Und wenn der durchläuft auf Kohlen, macht er eigentlich eine gute Grundwärme.
Und ja, man muss halt kein Diesel verballern und kostet keinen Strom. Nur halt die Briketts. Und hier oben haben wir dann die Dachdurchführung, was ich vorhin gesagt habe. Das ist das äußere Rohr, dazwischen ist Steinwolle und das innere Rohr. So dass hier oben nichts abfackelt oder irgendwas, dass das ein bisschen geschützt ist. Und dahinter sehen wir die Lüfter. Die gehen auch automatisch an, das ist auch wieder durch ein Arduino gesteuert. Da ist der Temperatursensor. Und wenn der Ofen zu heiß wird, also wenn es hier hinten zu heiß wird in der Ecke, dann geht der Lüfter an und verteilt die Wärme so ein bisschen, dass hier kein Hitzestau entsteht. Und ja, die Wärme soll ja auch nicht nur in der Ecke sein hier. Da oben ist noch ein CO-Sensor dran. Sicherheit muss halt auch sein, auch wenn hier eigentlich nicht viel passieren kann, weil der Bus ist jetzt nicht so dicht, dass sich das CO staut. Kohlenstoffmonoxid, aber also ich besser einen haben und nicht brauchen, als einen brauchen und nicht haben. So, dann haben wir da noch die Mobicool Kompressorkühlbox. Reicht für mich völlig aus, 40 Liter, verbraucht nicht allzu viel Strom, also eigentlich relativ wenig. Und ja. Und dann haben wir hier noch die hintere Drucklufttür. Hier habe ich jetzt im Winter da unten eine Matte reingemacht, damit die kalte Luft nicht so reinkommt von unten. Normalerweise ist da offen, da sind zwei Treppen drunter, also zwei Treppenstufen. Und dann ja, kann man die Tür hinten benutzen. Achso, da gibt es noch einen Kompressor zu, der ist hier auch noch unter der Couch. Da hinten drunter. Habe ich eben nicht gezeigt, aber der ist halt da drunter. Kann man nicht viel sehen, das ist ein Kompressor. Und hier hinten ist das Bad. So, das ist jetzt noch kleiner. Muss mal ein bisschen gucken. Oh, Duschvorhang. Da ist das Kompostklo, Komposttoilette und ein bisschen Stauraum. Und drüber ist das Waschbecken, ein kleines Waschbecken, habe ich selber gebaut. Ja, halt Wasserhahn und ein Spiegel und da ist noch mal ein größerer Spiegel. In der Ecke hier ist auch Stauraum. Und hier hinter ist noch eine Besonderheit. Da ist ein Lüfter. Das ist der kommt vorne von der großen Heizung auf der anderen Seite und bläst hier ein bisschen warme Luft ins Bad rein. Weil wenn die Tür zu ist, dann ist es im Bad hier doch immer ein bisschen kühl. Und das ist nicht so schön im Winter. Hier hinterm Spiegel ist auch noch ein bisschen Stauraum. Und das komische Rohr hier, das war eine Fehlkonstruktion, dass ich das da angelegt habe, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Das ist die Lüftung für die Toilette. Das heißt, da werden die Gerüche aus der Toilette abgezogen. Und ja. Und hier drunter. Bisschen Licht hier. So, wenn wir duschen wollen, machen wir das ganz einfach. Da ist wieder ein Loch drin. Klappen wir hoch. Und darunter befindet sich die Duschtasse. Das heißt, kurz zeigen, einfach den Duschvorhang runter. Dann hier so ein bisschen rum. Unschön, aber egal. Man kann sich's vorstellen. Da stellt man sich rein, zieht den Duschvorhang einmal ringsrum und kann dann duschen. Ohne dass alles nass wird. Aber selbst wenn, apropos alles nass, diese komische Farbe, Türkis heißt es. Diese türkise Farbe, die habe ich hier nicht dran gemacht, weil sie so schön ist, sondern das ist eine Latexfarbe, die macht man eigentlich unter Fliesen und die ist wasserundurchlässig. Das heißt, selbst wenn die Wand mal ein bisschen nass wird oder so, ist es nicht so schlimm. Die Wände werden davon nicht feucht. Ja, hier drin ist auch ein Arduino. Den wird man jetzt nicht sehen können, weil der ist hier um die Ecke. Da hinten drin ist er. Und der steuert einmal die Heizungslüfter da. Und, ich weiß nicht, ob man es vorhin gehört hat, hier oben ist einmal ein Lichtsensor, einmal ein Bewegungssensor. Und ich die Hand jetzt bewege. Weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat. Das ist die
Klolüftung angegangen, die geht immer automatisch an, wenn man ins Bad reinkommt. Und das Licht geht an, wenn es zu dunkel draußen ist. Also es geht automatisch an beides. Das Licht nur, wenn es dunkel ist, und der Badlüfter geht halt immer an. Der Verbrauch hat einen ganz geringen Stromverbrauch, von daher kann der jedes Mal anspringen, wenn man da reingeht. Das ist völlig egal. So. Ja, ich glaube, das war erstmal so im Groben alles. Dann hatte ich ja noch gesagt, ist hier eine Home Automation drin, also eine Heimautomat, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Ein Rechner ist verbaut, mit dem man so einige Sachen machen kann. Zum Beispiel Licht anmachen. Alexa, mach das Licht an der Decke an. Okay. Zack, geht da das Licht an. Alexa, mach das Licht an der Couch an. Okay. Geht da das Licht an. Kann man auch die Lichtfarbe ändern und alles, alles Mögliche über Alexa halt. Und ja, das ist nicht das Einzige. Man kann die Heizung darüber steuern. Die Heizungslüftung, also die Ofenlüftung zum Beispiel, hatte ich ja schon gesagt. Man könnte den Ventilator anmachen, man kann den Beamer anmachen. Achso, apropos Beamer. Hier oben ist ja ein kleiner Beamer mit drin. Der läuft auf 12 Volt. Ist ein schönes Teil. Ist von... muss ich nachher mal nachgucken, weiß ich jetzt gerade nicht. Blende ich ein. Und hier habe ich dann eine Leinwand. Und dann kann man schön abends sich ins Bett legen. Und einen Film gucken. Ganz entspannt. So, der aufmerksame Zuschauer hat es gemerkt. Ich habe gerade mal kurz einen Schnitt drin gehabt. Ich musste mal kurz unterbrechen. Jetzt bin ich dafür schön aus dem Fluss raus. Ja, das kann man mit den Arduinos machen. Noch ein bisschen mehr, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Weboberfläche, weil da gibt es noch ein bisschen mehr dazu, wie man das alles erkennen kann. Also wir haben hier eine Weboberfläche, wo alles Mögliche angezeigt wird. Als allererstes, wo der Bus sich befindet. Dann verschiedene Temperaturwerte am Fußboden, an der Decke, am Ofen, draußen in der Fahrerkabine, ganz draußen, und Pool ist noch was ganz anderes. Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Höhe über Null, wie stark der Lichteinfall draußen ist, also wie viel Licht, also ist es Tag oder Nacht oder Dämmerung, je nachdem. Frischwassertank, Temperatur und Anzeige Grauwasser habe ich nicht. Batteriezustand, Solar, wie viel Solar kommt gerade rein, wie viel kam heute insgesamt rein, Internetstatistik, die SIM-Karte, also es gibt ja auch ein SMS-Menü, also man kann manche Sachen auch über SMS steuern, zum Beispiel wenn man unterwegs ist und man möchte die Heizung eine halbe Stunde anmachen, bevor man wieder zu Hause ist, weil es kalt ist, und man das warm haben möchte, wenn man wieder nach Hause kommt. Dann kann man dann SMS schicken und die Heizung geht dann an. Damit da auch eine SMS zurückkommt als Bestätigung, braucht die SIM-Karte natürlich es ist eine Prepaid-SIM-Karte, die braucht Guthaben, und hier wird das Guthaben angezeigt. Man kann das Guthaben auch direkt über die Oberfläche aufladen, weil man ja so direkt an die SIM-Karte nicht rankommt. Dann noch der Speicherplatz, wie viel Speicherplatz verbraucht es auf der Festplatte von dem Rechner, dann wie das Wetter gerade ist und auch sehr wichtig, wie die Dieselpreise gerade in der Umgebung sind. So, dann können wir das Licht hier drüber auch steuern. Am Bett, Bett oben, habe ich zwei Lichtquellen, kann man hier die Farbe einstellen und wie viel weiß dabei sein soll, wie hell es sein soll, und dann kann man es an- und ausschalten. Und das kann man mit allen anderen auch machen. Die meisten sind Farb-LEDs, das heißt, man kann eigentlich fast überall die Farbe ändern. Dann gibt es noch ein Radio, ein Internetradio, Musikplayer, und ich habe auch mal mit der Kamera vorne ein bisschen rumgespielt, eine Timelapse gemacht oder Serienbildfunktion. Da habe ich aber irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr weitergemacht. Kommunikation, das ist hier diese SIM-Karte, die da jetzt verbaut ist. Da kann man sehen, was da für SMS reingekommen sind, was rausgegangen ist. Der Rest ist, glaube ich, gar nicht belegt. Historie, da kann man sich anzeigen lassen,
wie die Temperatur, der Temperaturverlauf der letzten 30 Tage oder was weiß ich, letzte Jahr war, oder Luftfeuchtigkeit oder Solar, was an Solarertrag reingekommen ist. Da klicke ich jetzt aber nicht drauf, weil das dauert ewig lange. Da hat er ein bisschen was zu tun, der Rechner. Hier ist noch Zugänge zum I.O. Broker und zu Node-RED. Und dann haben wir hier ganz rechts noch zwei Sachen. Und zwar der Zeitplaner. Das ist auch sehr interessant. Hier kann ich zum Beispiel sagen, hier Heizung am Morgen. Das heißt, die Heizung geht jeden Morgen aktuell um 5:45 Uhr an. Ich kann aber auch sagen, ich will sie aber jetzt morgen um 6:45 Uhr oder was auch immer anmachen für 120 Minuten oder für 60 Minuten oder 180 Minuten, je nachdem. Und sind auch ein paar Systemsachen mit dabei. Oder Sonnenaufgang zum Beispiel ist eine Funktion. Da geht das Licht an der Decke oben an, also am Bett, und wird dann halt immer heller, bis es auf voller Helligkeit ist, um halt den Sonnenaufgang zu simulieren. Gerade im Winter, wenn es eigentlich noch dunkel ist, wenn man aufstehen muss, ist das eine sehr schöne Sache, besonders in Kombination mit der Heizung. Ich habe zwar den Ofen an, aber der ist, also früh morgens ist es schon ausgekühlt. Es war jetzt nicht Minusgrade oder irgendwas, also der Ofen hält es schon noch warm, aber halt nicht so warm, dass man jetzt sagt, hey, ich will jetzt die Bettdecke wegreißen und will unbedingt aufstehen. Ja, das ist hier halt noch mit drin, kann man noch ein bisschen rumspielen. Und die Relays, da kann man dann direkt schalten, zum Beispiel den Heizungslüfter im Bad anmachen, das Licht im Bad anmachen, den Deckenventilator, kann ich ja mal machen, dann hört man war jetzt, glaube ich, nicht zu überhören. den Beamer, das Rückfahrlicht, Ofenventilator, die Tür, Alarmanlage, Computer, Router, was auch immer, Heizung, alles möglich. Also alles, was möglich ist, kann man hier auch direkt ansteuern. Ja, das ist die Weboberfläche hier. Und ja, das ist das, was diese was man denn mit der ganzen Geschichte so machen kann. Da kann man auch noch viel mehr mitmachen. Man kann jetzt zum Beispiel auch noch sagen, keine Ahnung, wenn der Bus sich bewegt, ich aber gar nicht zu Hause bin, dann soll automatisch eine SMS kommen oder was auch immer. Ja, da kann man eine ganze Menge mitmachen, wenn man sich damit halt ein bisschen auskennt. Also dafür wäre dann schon, sollte man schon Python programmieren können und sich ein bisschen mit Arduinos und sowas auskennen. Aber es macht Spaß, macht definitiv Spaß. So, ich überlege mal noch kurz, was ich vergessen habe und bin gleich wieder da. So, nochmal ein Bild. Ich habe gerade nochmal überlegt, ich glaube, ich habe bestimmt 5 Millionen Sachen vergessen, aber ich denke, das Wichtigste habe ich. Also wie gesagt, Heizung, drei Heizkörper, reicht im Winter völlig aus, die heizen wie blöd. Mit der Vivasto ST90 unten im Keller, die macht gut Wärme, lässt sich halt digital steuern über den Rechner oder auch über den Schalter. Also da gibt es auch einen ganz normalen Schalter für. Ansonsten über den Rechner kann zeitgesteuert an- und ausgemacht werden. Daneben ist der Feststoffofen, der allerdings nur angefeuert werden sollte, wenn man nicht fährt oder wenn man demnächst nicht fährt. Aber ansonsten ist der optimal. Abends zwei, drei Kohlen drauf und dann reicht es bis zum nächsten Morgen oder reicht auch einen ganzen Tag. Also frühes Kohlen drauf, mittags, nachmittags irgendwann nochmal welche hinterher und dann reicht es den ganzen Tag. Strom gibt es über die 1000 Watt Solar auf dem Dach oder über Landstrom werden die 170 Ampere-Stunden Batterien geladen. Der hat zwei Batteriebänke, einmal vorne zum Starten, klar, und einmal hinten im Wohnraum sind separate Batterien. Dass er da halt nicht, ja, wenn die Wohnraumbatterie mal leer ist, dass er dann halt trotzdem noch starten kann. Obwohl die eigentlich nie leer geht durch den Batteriewächter. Dafür ist er da, damit der schaltet irgendwann ab. Wenn zu wenig Spannung drauf ist, könnte man trotzdem immer noch starten. Aber das war schon original so und ist auch ganz gut. Ja, über einen Wechselrichter, der jetzt allerdings nicht eingebaut ist,
macht man aus den 24 Volt wieder 220 Volt und die können verteilt werden auf die drei Steckdosen, die hier im Bus verteilt sind. Ich selber habe eigentlich, außer einen Föhn und einen Mixer, habe ich eigentlich nichts mehr, was mit 220 Volt läuft. Alles andere kann man auch 12 Volt Netzteile sich besorgen oder halt einen Adapter von, zum Beispiel der Monitor, der hat 19 Volt, dann braucht man halt einen Adapter von 24 auf 19 Volt. Aber das ist alles möglich und sonst wäre es auch doppelt gemoppelt, weil sonst müsste man die 220 Volt, also die 24 Volt Gleichstrom in 220 Volt Wechselstrom und um es dann wieder auf 19 Volt Gleichstrom, das ist doppelte Verschwendung von Wandlungsverlusten. Oder man hat mehr Wandlungsverluste als Stromverschwendung so rum. Ja, ansonsten sind halt überall LEDs verbaut, Lichter, die mit Alexa gesteuert werden können oder einfach über einen Schalter, manche mit einem Schalter, manche mit Alexa oder der Web-App. Ja, was haben wir noch? Eine kleine Musikanlage ist drin, die ich aber ich selber nicht mehr nutze, seit ich Alexa drin habe. Ja. Eine Gasflasche, das Einzige, was am Gas hängt, ist der Ofen, beziehungsweise der Herd mit Ofen. Alles andere, also mehr Gas ist nicht. Und das reicht, also vier Flammenherd und ein Backofen ist super. Ich habe hier Kuchen schon gebacken oder Pizza oder was auch immer. Also das ist vollkommen ausreichend. Ja, dann Wasser 200 Liter Frischwasser. Ich glaube 60 Liter ist der Abwassertank, der unten drunter ist, mit einer Tauchpumpe und einem 3 Liter Warmwasserboiler über 220 Volt. Achso, der ist auch noch 220 Volt, stimmt. Ja, die Dusche und in der Küche ist eine Mischbatterie und am Waschbecken ist ein einfacher Wasserhahn ohne Mischbatterie, da kommt kein warmes Wasser raus. Ja, mit einer Tauchpumpe, die haben Mikroschalter drin, die Mischbatterien und der Wasserhahn, so dass die Pumpe immer anspringt, wenn man einen Wasserhahn aufmacht. Das fand ich auch sehr witzig, weil ich schon mal gesehen habe, es gibt ja auch die Druckspeicherpumpen, also die immer an sind, wenn der Druck nachlässt. Und ich habe es einmal gesehen, wo einem der Schlauch geplatzt ist oder abgegangen ist oder so. Dadurch ist der Druck abgefallen und die Pumpe, bis der Tank leer war. Natürlich schön in den Bus rein. Ist jetzt nicht so geil. Ist bequemer. Man kann ganz normale Mischbatterien für einen Hausgebrauch nehmen. Die passen da super ran. Aber halt wie gesagt, wenn irgendwas ist, ist es nicht so schön. Hat man ein bisschen was zu tun. Besonders wenn man es nicht gleich mitkriegt, hat man vielleicht noch Feuchtigkeitsschäden dann richtig drin oder so. War mir nichts und funktioniert so auch, ja. Ist gar kein Problem. Ja. Ansonsten, das Waschbecken, was ich gezeigt habe, ist ein Selbstbau, weil ich glaube, gibt kein so kleines Waschbecken, was mal in mein Bad, was da reinpasst. Und ich finde es ganz passend, weil es halt Holz ist und das hält die ganze Zeit schon. Und zwar habe ich das mit Schiffslack lackiert. Ich glaube dreimal oder viermal habe ich den Schiffslack da drüber gehauen und hält einwandfrei. Also da ist noch kein Wasser ins Holz eingedrungen und innen noch ein bisschen mit Epoxidharz ausgegossen. Da hatte ich so meine Epoxidharzphase. Ja, Toilette funktioniert auch einwandfrei, habe ich jetzt nicht direkt gezeigt, nicht reingezeigt, weil der Einsatz ist jetzt nur schon 4 Jahre im Dauergebrauch. Sieht jetzt aktuell nicht so schön aus. Muss ich mal neu machen. Aber ansonsten, Prinzip ist halt einfach, ich glaube, fast jeder kennt es auch, wer es nicht kennt, eine Trockentrenntoilette, mal kurz googeln, ist halt einfach ein Einsatz drin, also ist ein Loch quasi wie bei einer normalen Toilette, nur dass hier ein Einsatz drin ist und vorne kann man sich vorstellen, ist ein Trichter, da wird das Pipi aufgefangen, geht in den Abwassertank und
das große Geschäft fällt halt einfach durch in Eimer. Kommt Katzen, Quatsch, Katzenstreu nicht. Sägespräne drauf. Und also für mich alleine, ich glaube, 3 Monate hält das. Alle 3 Monate muss ich mal sauber machen oder so. Das ist ein Witz. Und da riecht auch nichts. Ich habe noch eine aktive Lüftung drin, einfach um die Restfeuchtigkeit, also es riecht ja nur, wenn es feucht ist, und um die Restfeuchtigkeit dann noch rauszuholen, habe ich halt eine aktive Lüftung drin, die das noch rauszieht, aber ansonsten riecht da überhaupt nichts. Auch im Sommer nicht oder im Winter nicht, gar nicht. Ja, das ist top, also das würde ich auch immer wieder so machen. Also Chemie war sowieso nie, also ich habe das ja eingebaut, weil ich die Chemie nicht so toll finde und schon gar nicht irgendwie alle 2, 3 Tage das Klo sauber machen. Das ist nicht so schön, wenn man drin wohnt. Und die Lösung ist gut, auch die Duschlösung finde ich sehr gut. Die hat funktioniert richtig gut. Mein gut, der Duschvorhang hängt in der Gegend rum, aber irgendwo muss er halt hin. Ja, vielleicht hätte man sich noch was anderes überlegen können, aber für mich stört das nicht. Was mich, also der einzige Fehler, der mir jetzt aktuell einfällt, oder was heißt Fehler nicht, das, was ich jetzt besser gemacht hätte, ich habe ja Laminat hier drin verlegt, darunter ist Dämmung, heißt das. Da ist nochmal eine Dämmung drunter und ich hätte da eine elektrische Fußbodenheizung einbauen sollen. Also, es ist einfach so, Wärme steigt nach oben und das Ding ist jetzt hier auch nicht so gut isoliert. Und das dauert eine ganze Weile, ehe die Wärme, wenn er ausgekühlt ist, am Fußboden ankommt. Und im Winter richtig wird es eigentlich am Fußboden nie wirklich warm. Und Fußbodenheizung hat nun mal den Vorteil, die Wärme geht von unten nach oben und muss nicht erst von oben nach unten runter. Und das aber jetzt im Nachhinein nochmal einzubauen, da hatte ich jetzt auch keinen Bock mehr. Ich habe manche gesehen, die haben eine komplette Fußbodenheizung sich eingebaut. Eine Warmwasser-Fußbodenheizung. Kann man ja auch machen. Wobei ich nicht ganz weiß, wie die das machen, weil es muss ja auch gemischt werden. Also man kann ja die Webasto hier hat eine Vorlauftemperatur von knapp 90 Grad, die kann man nicht in eine Fußbodenheizung reinmachen. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ja. Was war's eigentlich? Bestimmt irgendwas vergessen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber im Groben und Ganzen war es das. Wenn nicht, mache ich nochmal ein Video irgendwann. Ansonsten, jo. Aber das Video ist auch schon ganz schön lang. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier auch mal Schluss. Wenn noch irgendwas ist, vielleicht machen wir noch ein Video. Und wünsche dir noch einen schönen Tag und vielleicht sieht man sich mal. Und tschüss. So sieht's im Dunkeln aus. Alexa, Lichtdecke hellblau. Okay. Alexa, Lichtbett grün. Okay. Mal, das dauert immer ein bisschen. Alexa, Lichtcouch grün. Okay. Alexa, Lichtcouch orange. Okay. Alexa, mach das Rückfahrlicht nah an. Okay. Alexa, mach das Rückfahrlicht nah aus. Okay. Alexa, mach das Rückfahrlicht fern an. Okay. Alexa, mach das Rückfahrlicht fern aus. Okay. Alexa, mach das Licht vorne an.
Okay. Alexa, mach das Licht vorne aus. Okay.